Das Regio TV Plus jetzt für euch am 5. internationalen Winterdreiorgeltreffen in Lausen. Und da ist dermaßen viel Nostalgie um, man kommt richtig ins Schwärmen. Ich würde sagen, wir gehen mal gerade miteinander schnell beim einen oder anderen vorbei. Sie werden sich selber vorstellen. Viel Vergnügen. Ja, mein Name ist Bruno Rioni, ich komme von Bruck. Ich spiele schon 30 Jahre Drehorgel. Bringt die Freude, die ich habe, den Leuten weiter. Und das Instrument ist doch ein bisschen etwas Spezielles. Es ist ein Pace Galuppo mit 25 Claves. Da gibt es meines Wissens 5, eventuell 6 Stück. Das ist noch als Restbestand gebaut worden. Das ist also in dem Sinn eine Rarität. Wir kommen aus Ulm an der Donau und wir haben dieses Instrument vor circa 10 Jahren gekauft. Dieses Instrument ist jetzt ungefähr 100 Jahre alt. Und eine neue Walze haben wir hier in der Schweiz machen lassen, bei Martin Zumbach in Bar. Und die alte Walze ist auch noch vorhanden, aber die ist zurzeit ausgebaut. Die Firma Fritz Loos hat auch in Waldkirch für namhafte Orgelhersteller Walzen gebaut. Und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg war das sehr eminent wichtig, weil in Waldkirch war französische Besatzungszone, da gab es nichts zu beißen. Und Fritz Loos war in Nürnberg. Und der konnte Lebensmittel beschaffen und wollte diese Walze nachschicken, nicht? Ich bin Thomas Schumacher von Liesach. Das ist meine Tochter hier nebenan. Wir konnten die kaufen vor 5 Jahren als Occasion-Orgel. Und die ist von Stüber-Orgeln von Berlin hergestellt worden. Ich heiße Miriam Schumacher, komme von Liesach, das ist noch von Burgdorf und Kirchberg. Und ich habe Raffin 31er Orgel. Die kommt von Überlingen her, vom Bodensee, und die wird von Firma Raffin gemacht. Die Freude, die du hast beim Orgel spielen, was macht es so schön? Sicher die Lieder, Stück, und vor allem kann man verschiedene Register ziehen, von Trompeten, wenn sie drinnen hat, oder Piccolo. Und es macht mir Freude, ein Instrument zu spielen. Wie ihr vielleicht gesehen habt, ist die Halle dieses Jahr von oben bis unten gefüllt. Es ist wirklich so ein lauschiger Moment eigentlich an jedem Ecke, wo man ist. Es gibt sehr viel anzutreffen und so etwas kommt natürlich nicht stand, wenn jemand das alleine macht. Die Basler Dreiorgelfreunde sind ein Verein und bei mir ist jetzt der Christoph. Christoph, dein Eindruck von diesem Jahr? Ja, es ist super, was wir dieses Jahr an Leuten haben und an Organisten, über 60 Orgeln aus der Umgebung von Deutschland und von der Schweiz. Und was natürlich ganz toll ist, die vielen Leute. Erzähl mir noch etwas über den ganzen Anlass. Ich meine, es ist jetzt das 5. Mal. Das ist ja auch ein bisschen, hat müssen aufgebaut werden. Wird sich das noch weiter vergrößern? Jetzt sind wir ein bisschen im Dilemma, was die Grösse angeht. Wenn wir 60 Orgeln haben, so kommt jeder Orgelspieler vielleicht zweimal, wenn es gut geht, ein drittes Mal zum Spielen. Wenn wir noch mehr hätten, ja, dann würde das ein bisschen verloren gehen. Das andere ist aber, mit den Orgelspielern, die hier sind, die können sich in der Zwischenzeit miteinander treffen. Also von dort noch ist mit 60, denke ich, die Grösse erreicht, die wir an so einem Anlass bewältigen können, dass es auch noch Sinn macht für beide Seiten. Stichwort international. Die Leute kommen wirklich von überall her. Aber da gibt es schon ein bisschen Zentren, wo das mehr und weniger verbreitet ist, oder? Es ist so, ja. Wir haben vor allem natürlich aus dem Bodenseeraum. Dort werden heute auch noch die Orgel hergestellt. Also der Raffin, der hier ist. Die machen auch noch die Bändchen machen, weil das ist auch etwas Wichtiges. Du musst heute à jour sein, oder? Wenn Helene Fischer selber das atemlos gebracht hat, ist das sofort auf dem Markt gewesen. Weil als Orgelspieler ist nicht nur alte Musik, sondern eben auch Sachen à jour. Und da ist der Edi Hoffmann von Pfullendorf. Waldkirch ist natürlich ganz in der Nähe. Okay, ja. Das ist ein super Stichwort, ja. Würde ich sagen. Gehen wir gerade mal schnell zu der Fraktion Waldkirch rüber.
Also, und da sind wir jetzt bei dem Thema Waldkirch. Bei mir ist der Sepp. Sepp, erzähl mal, ich habe es vorhin von Christoph gerade gehört. Waldkirch ist hier berühmt eigentlich für das ganze Orgelspiel. Warum, wieso? Du weißt viel mehr als ich. Ganz einfach. Seit 220 Jahren werden in Waldkirch Orgeln gebaut. Und wir haben jetzt noch 5 Orgelbaufirmen. Und es ist für mich als Orgelspieler ganz toll, wenn ich etwas habe an meinem Instrument, gehe ich zum Wolfgang oder zu einem hin und dann wird es also sofort gemacht und das ist eigentlich schön. Aber es gibt in der Stadt selber gibt es ungefähr 90 eigene Orgelspieler, die eigene Instrumente haben. Dann haben wir das Elstal-Museum mit großen Kirmesorgeln und wir haben dann eine Orgelstiftung und ich bin ja da auch im Stiftungsrat und muss dazu sagen, die Stiftung ist eine Privatstiftung und die hat die schönsten Instrumente von der ganzen Welt. Dann müsste es ja fast ein Museum gehen. Denn. Das ist ein eigenes Museum. Aber es ist so, das ist halt leider nicht öffentlich, weil mir kennt niemand angestellt, wo das dauert. Aber wenn Sie eine Führung machen wollen, brauchen, ich mache Führungen dort und dann kann ich 12 Figurorgeln herstellen, die alle vor 1870 gebaut worden sind. Wow, also richtig original. Apropos original, erzähl mir etwas zu deinem Prunkstück, das du hier hast. Das sieht auch wirklich ein bisschen älter aus. Es gab ja dann so eine Orgelbaudynastie, die Familie Bruder. Und das ist eine Gebrüder Bruder, die ist 1890 gebaut worden, hat 35 Töne. Und ich habe das große Glück gehabt, dass die war ziemliche Schrotthaufe, dass sie von einem Orgelbauer restauriert worden ist und der hat auch neue Walze gemacht. Aber Walze, das macht der Martin Zumbach aus der Schweiz, aber der Mann Martin ist jetzt 84, der kann nicht mehr. Und der, der meine Walze hat, der ist jetzt 87, der kann auch nicht mehr. Aber er bringt mich gerade noch zu einer Frage. Ist ein Metier, wo man noch lernen kann heute? Oder nein. Wird das nur noch vermittelt vom Vater, Großvater? Leider. Also vom Sepp wahrscheinlich, man müsste zu dir kommen. Ja, aber ich kann keine Walze bauen. Also auf jeden Fall, der Gewige lässt niemand in die Werkstatt und der Martin Zumbach auch nicht. Und das ist so, es versuchen manche Leute, Walze zu machen. Das heißt, so eine Walze, die hat ungefähr 12.000 Nägel. Und das muss ja aber wie ein Arrangeur sein, wie wenn ein ganzes Orchester dirigiert. Und er muss ja ein Stück, das vielleicht für ein Klavier mit 88 Tönen geschrieben ist, in dem Fall auf 35 Tönen und bei den meisten Orgeln, die jetzt hier im Saal sind, auf 20 Tönen reduzieren. Und da kommt oftmals nichts Schönes raus. Ich komme von Wiesendangen, das ist bei Winterthur, Markus Waber. Das Instrument ist eine Raffinorgel, ein 31er, 119 Pfeifen, 6 Register. 2015. Es ist ein Bubentraum. Ich komme von Winterthur und das ist eine Raffin-Drehorgel von Überlingen. Mit 6 Registern, 6 schaltbare Register. Eine Konzertorgel, sagt man dem, mit 20 Tonstufen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich bin ich von der Grammophon gekommen. Ich habe Restaurationen gemacht von Grammophonen, von den alten Geräten, die man aufziehen mit Richter. Und dann habe ich gedacht, ja, so ein Sörgeli wäre auch noch etwas so in die Sammlung. Und dann hat man mal mit einem Kleinen angefangen und dann hat man mal angefangen zu spielen und gemerkt, es macht süchtig, oder? Man hat dann irgendwie mal ein Grösseres gekauft und jetzt hat man einfach grosse Orgeln halt auch und es ist richtig angefressen. Man kommt nicht mehr davon weg quasi, es ist so. Ja. So, jetzt haben wir hier Ueli und Roland. Ueli, fang schnell mit dir an. Wie bist du zum Dreijörgeln gekommen? Hat dich das von klein auf schon gepfupft? Ja, gepfupft nicht gerade, aber meine Frau hat angefangen mit dem und dann hat sie mir den Bacillus übertragen, weil wir so eng zusammen wohnen. Nicht auch? Und dann habe ich den Bacillus bekommen und dann gehe ich auch. Und wir gehen schon so über 20 Jahre lang gehen wir schon auf Gas. Und das geht von Norwegen bis Ungarn, Berlin, Holland, überall. Und es gibt viel schöne Momente, die wir geniessen. Roland, dann spicken wir mit dem Bacillus gerade zu dir rüber. Es ist jetzt noch schwer zu toppen. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe eigentlich den Virus bekommen mit etwa 10. Ich hatte einen Grossonkel, der auch eine Dreiorgel hatte. Und in einem Familienfest ist die immer gespielt worden. Und das hat mich dann fasziniert. Und etwa mit 40 habe ich mir nachher selber eine gekauft und seitdem bin ich dabei.
Jetzt ist mit 10 natürlich der Schnauze noch nicht so wunderschön drapiert gewesen. Richtet sich der je nachdem, wie die Spiel ausfällt? Ist das auch eine Launensfrage? Ist es ein Grabmesser, wenn du am Mörgeln bist? Nicht unbedingt. Das ist eigentlich ein Markenzeichen von mir. Es gehört einfach zu mir.